dass hier jeden Montag die Pegida demonstriert. Daran haben wir uns leider schon gewöhnt. Und mit dem Einzug in die Parlamente gehört die AfD fast schon zur politischen Normalität. Aber sind diese neuen Rechten deswegen weniger gefährlich? Oder sollten wir uns gerade vor dieser rechten Normalität fürchten, weil wir so gar nicht mehr mitbekommen, wie radikal AfD und Co. eigentlich sind? Ich treffe jetzt eine Frau, die vor 80 Jahren Opfer rechtsextremer Ideologie geworden ist. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bescherano. Ihre Eltern und ihre Schwester wurden von den Nazis ermordet. Was hält sie vom Aufkommen einer neuen rechten Bewegung in Deutschland? Wie geht es Ihnen, wenn Sie Bilder von diesen Demonstrationen der AfD oder von Pegida sehen? Das ist für mich eine Katastrophe. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass so etwas wieder hier in Deutschland passieren kann. Mhm. Ja? Wie nehmen Sie diese neue rechte Bewegung wahr? Die AfD ist gefährlicher als die NPD. Mhm. Ja? Weil nämlich jetzt so alle möglichen Leute aus ihren Löchern rauskommen, so der Mittelstand. Mhm. Ja? Und das finde ich sehr gefährlich. Wie schätzen Sie folgenden Satz ein? Die deutsche Politik hat eine Eigenverantwortung, das Überleben des eigenen Volkes, der eigenen Nation sicherzustellen. Mhm. Das sagte Frauke Petri. Das ist ganz klar die Sprache der damaligen Zeit. Weil es ging alles nur um die Deutschen. Ja? Mhm. Wir sind die Größten und wir, also größenwahnsinnig. Zurück zur Pegida-Demo. Hier treffe ich einen der besten Kenner der aktuellen rechten Szene, Robert Andreasch. Er arbeitet unter anderem für das antifaschistische Dokumentationszentrum AIDA in München. Als Journalist beobachte ich seit den 1990er Jahren die rechten Szenen Baden-Württembergs, Bayern und der angrenzenden Gebiete. Mhm. Das heißt, ich schaue mir viele ihrer öffentlichen Veranstaltungen an. Mhm. Wie so ein Chronist dokumentiere ich, wer nimmt da teil, was wird gesagt. Ich versuche so, die verschiedenen rechten Spektren von rechtskonservativen bis neonazistischen Szenen im Auge zu behalten. Auf Pegida-Demos hält Andreasch Ausschau nach bekannten Protagonisten der rechten Szene. Und auch die Reden dokumentiert und analysiert er. Er will herausfinden, wie gefährlich die Bewegung ist. Aber inhaltlich war das von Anfang an völkisch-rassistisch, neonazistisch. Und es haben von Anfang an Neonazis in großer Zahl teilgenommen. Und inwiefern mischt hier die AfD mit? Ja, bundesweit hält sich die AfD fern von Pegida-Märschen offiziell. Das Publikum ist relativ austauschbar, wenn hier AfD mobilisiert zu Kundgebungen in Oberbayern oder jetzt in München letzte Woche, dann ist das Publikum ähnlich. München hat eine Spezialität. Bei Pegida München sind dreimal Vertreter der AfD als Referenten, als Redner aufgetreten. Wie rechts ist die AfD? Erst vor kurzem hat der Zentralrat der Muslime sie mit der NSDAP verglichen. Manche Aussagen einzelner AfD-Politiker klingen auch ziemlich radikal. Aber sind sie wirklich mit denen der NSDAP vergleichbar? Die Partei fordert die unverzügliche Beendigung des Massenzustroms größtenteils nicht integrierbarer, kulturfremder Menschen in unser Land. Jede weitere Einwanderung Nichtdeutscher ist zu verhindern. Was ist jetzt AfD? Und was ist NSDAP? Das will ich von den Leuten wissen. Mal sehen, ob die das auseinanderhalten können. Zuerst ein Punkt aus dem NSDAP-Programm. Jede weitere Einwanderung Nichtdeutscher ist zu verhindern. AfD. Warum glaubst du das? Weil die Politik von der AfD in die Richtung geht. Das kommt tatsächlich von der NSDAP, von der Partei von Adolf Hitler. Was sagst du dann? Das ist dann schockierend, wie viel ich der AfD zutraue und dass die so ähnlich der NSDAP ist. Die deutsche Politik hat eine Eigenverantwortung, das Überleben des eigenen Volkes, der eigenen Nation sicherzustellen. AfD oder NSDAP? Ja, natürlich NSDAP, aber heute hat es die AfD auch übernommen. Was hältst du denn grundsätzlich von der AfD? Ja, die AfD ist ziemlich rückständig. Ja? Also ist ziemlich eher der NSDAP oder auch der NPD zugewandt und von daher finde ich ziemlicher Schwachsinn. Politik halt. Also um Politik machst du dir keine großen Gedanken? Nicht wirklich, nee. Wir sind für ein Verbot von Minaretten, von Muezzins und für ein Verbot der Vollverschleierung. Von wem kommt's? AfD. Was sagst du dazu? Findest du das richtig oder findest du es falsch? Falsch. Das ist ja quasi ein Verbot von der Religion. Es ist einfach zu extrem.
Die Partei fordert die unverzügliche Beendigung des Massenzustroms größtenteils nicht integrierbarer, kulturfremder Menschen in unser Land. AfD oder NSDAP? AfD. Wärst du denn damit einverstanden, also so als politischer Vorschlag? Nö. Warum nicht? Ja, ich bin selber Ausländerin und ich finde es nicht okay. Was hältst du von der AfD? Weiß nicht, bin ich politisch engagiert. Es ist nun NSDAP ja die Partei von Adolf Hitler. Wenn es da solche Gemeinsamkeiten zumindest ab und zu in so Statements gibt, schockiert dich das nicht? Eigentlich nicht, weil das ist jetzt so lange her. Ja, und man sollte auch mal in die Zukunft blicken und nicht immer was vor gefühlt 100 Jahren war. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass halt die normalen Parteien ja, einfach ihre Verantwortung schweifen lassen und immer wieder Sachen machen, wo man als Deutsche in Anführungsstrichen ja, das Gefühl hat, man wird selber irgendwie vernachlässigt. Ja. Einer von beiden hat es gesagt, dann würde ich sagen die AfD. Es war die NSDAP. Es war die NSDAP, ja gut. Wenn man sich die alten Äußerungen oder die bekannten Äußerungen von der AfD anguckt, da ist ja der nächste Schritt zu solchen Aussagen nicht so weit. Die meisten erkennen ja die Parallelen. Was ich aber erstaunlich finde, fast niemand fand das jetzt wirklich überraschend oder schockierend. Die wenigsten halten solche politischen Positionen also für eine Gefahr. Ja, und einigen ist es einfach wurscht. Alle reden gerade über die AfD. Aber wie tickt die Partei denn nun wirklich? Ich treffe Peter Büstron, Landesvorsitzender der AfD in Bayern. Das ist ein neues Zeitalter. Es geht darum, wir oder die. Das Volk oder das Establishment? Wir sind das Volk, genau, so ist das. Wir lassen uns auch nicht mehr vorschreiben, was wir sagen dürfen. Das ist hier wieder ein freies Land. Büstron ist Politologe und Kommunikationsberater. Bis 2013 war er in der FDP. Wenn Sie in einem Satz erklären müssen, warum Sie in der AfD sind, wie lautet der Satz dann? Weil das die einzige Partei ist, die für eine moderne Demokratie eintritt. Was verstehen Sie denn als AfD unter einer modernen Demokratie? Mehr Volksentscheide, ja? Und zum Durchbrechen der Altparteienstrukturen. Jetzt gibt es aber in Ihrer Partei ja auch radikalere Stimmen, zum Beispiel die niederbayerische AfD, die hat ja jetzt vorgeschlagen oder wünscht sich, dass sogar Moscheen verboten werden sollen. Was sagen Sie denn dazu? Aus deren Sicht ist das schon ein sehr guter Antrag. Da war auch ein ehemaliger Staatsanwalt dabei, der das mitentwickelt hat. Und ich bin sehr froh, dass die Mitglieder sich so aktiv beteiligen an dem Programmprozess. Aber als Landesvorsitzender könnten Sie sich ja zum Beispiel davon distanzieren und sagen, nein, ein Moscheeverbot wird es mit mir nicht geben. Oder ich persönlich möchte den nicht unterstützen. Könnten Sie ja. Ja, könnte ich ja auch. Aber brauche ich gar nicht. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Entscheidung auch so von dem Parteitag getroffen wird und von den Mitgliedern, die da sind. Das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt. Die Partei ist in ihrer Mitte sehr vernünftig und sehr gemäßigt. Der AfD-Parteitag hat tatsächlich kein Verbot von Moscheen beschlossen. Allerdings sollen zum Beispiel Minarette und der Muezzinruf verboten werden. Peter Büstron nimmt mich mit zur neu gegründeten AfD-Hochschulgruppe Campus Alternative an der Münchner LMU. Die tagen vor der Uni, da sie vom Studierendenparlament erstmal als politische Gruppe abgelehnt worden sind. Und deshalb dürfen sie in der Uni keinen Raum nutzen. Ich find's prima, dass ihr sagt, okay, egal, erste Hürde, die backen wir. Und vor allem, dass ihr inhaltlich weitermacht. Wie steht ihr denn zum großen Thema Islam? Wird ja kontrovers diskutiert. Habt ihr euch da auf schon eine Linie festgelegt? Dieses Bild ist da im Islam klassischerweise, was der Islam von der Frau hat, wenn das nicht mit unserem Frauenbild übereinstimmt, dann muss es erlaubt sein und dann muss es sogar ein Gebot der Stunde so sein, sich da an den Tisch zu setzen und offen drüber zu reden. Ich glaube auch, dass es durchaus Leute geben kann, die sich da in religiösen Gefühlen verletzt sehen, wenn auf dem Land der Ruf des Muezzins kommt und dann eben gesagt wird, Gott ist groß, kommt alle zum Gebet, dass dann vielleicht eine ältere christliche Dame sagt, das ist etwas, was ihr vielleicht einen Schritt zu weit geht. Und ich glaube, das hat auch eine andere Qualität als Kirchenglocken. Weil Kirchenglocken läuten einfach nur. Im Zuge der ganzen Flüchtlingsdebatte, da wurde ja auch oft dann über Obergrenzen Ja und Nein gesprochen überhaupt. Das ganze Zuwanderungsthema wurde viel diskutiert. Wie steht ihr dazu? Es gibt nicht nur Leute eben, die sagen,
sie suchen hier Arbeit, sondern es gibt auch eben andere, die sagen, ja, ich komme her, um eben die Sozialleistungen hier in Anspruch zu nehmen. Und man kann mit dem Geld, was man hier für einen Flüchtling ausgibt, kann man mit dem gleichen Geld da unten viel mehr erreichen. Während ich mit den Nachwuchs-AfDlern rede, bemerken uns linke Aktivisten und machen Fotos. Als Peter Bistron dann ebenfalls zur Handykamera greift und die Antifa fotografiert, eskaliert die Situation kurz. Was willst du, Bistron? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Bitte, Jungs, entspannt euch, ist alles. Mach weiter, komm. Der Vorwurf der Linken, die AfDler seien rechtsextrem und hätten auf dem Geschwister-Scholl-Platz nichts zu suchen. Warum seid ihr in einer Partei, die sich das zumindest immer wieder vorwerfen lassen muss? Ist das nicht dann für euch auch nervig und lästig, ständig mit diesen Vorwürfen konfrontiert zu sein? Das ist extrem nervig und lästig, wenn man auch sozial geächtet wird, von Freunden, auch von der Familie innerhalb, wenn man da ewig Diskussionen und Debatten zu führen hat. Aber ich glaube, solche Extreme gibt es in jeder Partei. Das ist aber nicht die Meinung der Partei. Das steht dann auch nicht für die Partei, meiner Meinung nach. Fühlt ihr euch denn da sozusagen ungerechtfertigt in die rechte Ecke gestellt? Na, es gibt einen Unterschied, glaube ich, zwischen einer rechten Ecke, die bürgerlich-konservativ ist, und einer rechtsextremen Ecke, ja, die sicherlich nicht mehr also bürgerlich-konservativ ist. Wenn uns jemand als Nazi oder Rassist oder sonst was beschimpft, wie es mir jetzt am Mittwoch auch passiert ist, zu dutzenden Malen, dann fühle ich mich da fühle ich mich persönlich beleidigt, weil ich das einfach unter aller Kanone finde, dass man mich mit solchen Leuten vergleicht. Mein Eindruck ist, die drei haben schon rechtskonservative Ansichten. Von allem Rechtsextremen haben sie sich aber klar distanziert. Bleibt allerdings eine Frage, die sie mir nicht so richtig beantworten konnten. Warum sind sie dann in einer Partei, in der ganz offen auch rassistische und rechtsextreme Positionen von Einzelnen zumindest vertreten werden? Wofür steht die AfD aber nun insgesamt? Sind extreme Positionen die Ausnahme oder eher die Regel? Robert Andreas hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Wir treffen ihn im antifaschistischen Dokumentationszentrum AIDA. Was ist also dran an den Vorwürfen? Wie rechts ist die AfD wirklich? Die bisherigen Verhältnisse sollen ja umgestürzt, radikal geändert werden. Und das ist ein durchaus an den Faschismus erinnerndes Projekt. Wir sind Zeugen einer epochalen Zeitenwende. Das ist das Ende der Alt-68er in Deutschland. Das ist das Ende des linken Gesinnungsterrors. Es bricht ein neues Zeitalter an, das Zeitalter der AfD. Vor wenigen Wochen war in Geretsried AfD-Kundgebung. Peter Bistron als Landesvorsitzender ist dort aufgetreten und er hat ausdrücklich die dort mit vielen Fahnen vor ihm stehende identitäre Bewegung begrüßt, also eine Gruppe extrem Rechter, die nochmals radikaler als ihr französisches Vorbild Génération Identitaire in Bayern derzeit ganz massiv versuchen, extrem rechte Politik zu machen. Gefährlich ist die AfD wegen ihrem antidemokratischen Potenzial. Sie setzt auf Ausgrenzung durch die Idee eines religiös formierten Rassismus, der insbesondere Muslime treffen soll. Was bedeutet es, dass es normal geworden ist, rechte Positionen in der Öffentlichkeit zu äußern? Menschen gewöhnen sich daran, dass diese ultraradikalen Inhalte und Beleidigungen und Diskriminierungen sagbar sind. Und eine radikale Rechte wird da noch eine Schippe drauflegen, wird das Koordinatensystem noch weiter nach rechts verschieben. Die Aggressivität bekommt Robert Andreas zu spüren. Dass Leute nicht nur versuchen, einen zu beschimpfen, sondern auch anzugreifen. Das ist mittlerweile bei Pegida üblich und manchmal auch bei der AfD, wie ich in Geretsried erfahren musste. Trotzdem lässt sich Andreas von seiner Arbeit nicht abbringen. Er wird die rechte Szene weiter beobachten. Und auch Esther Bescherano geht aktiv gegen die neue rechte Bewegung in die Öffentlichkeit. Zuletzt mit einem Musikprojekt. Ich bin nicht umsonst in eine Rap-Band gegangen. Microphone Mafia ist eine jüdisch-islamisch-christliche Band, mit der sie ein Statement gegen rechts setzen will. Das ist eine politische Angelegenheit. Ich muss die Menschen davon überzeugen, dass es so nicht geht. Ja?